Heute mal das erste Video zu meinem persönlichen Konsumverhalten. Eine Sache, die ich mir ständig anhören muss, ist, dass die Leute mich als Kiffer bezeichnen. In letzter Zeit ist das nochmal häufiger geworden aufgrund dieses Kanals hier. Unter jedem zweiten Video ist ein Kommentar wie: An deinen großen Pupillen erkennt man sehr, dass du high bist. Obwohl ich in keinem meiner Videos auch nur ansatzweise high bin. Außer natürlich in den Videos, wo ich was teste. In den sachlichen Aufklärungsvideos bin ich allerdings extremst nüchtern. Außer in diesem hier. Saufen, 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 saufen. Sorry. Doch das Witzige ist, dass die Leute mich schon als Kiffer bezeichneten, lange bevor ich diesen Kanal hier hatte. Mein Fahrlehrer fragte mich früher immer mindestens einmal pro Fahrstunde: Hey, kannst du überhaupt fahren? Du hast doch was geraucht, oder? Und das war zu einem Zeitpunkt, wo ich noch nie in meinem Leben Cannabis konsumiert hatte. Es ist halt so, dass ich von Natur aus etwas verstrahlt und crazy bin und deshalb auch oft innovative Sprüche zu hören bekomme wie: Was für Drogen nimmst du denn? Hey, wo bekomme ich die Drogen her, auf denen du gerade bist? Ich hasse Spasten, die solche Sätze sagen. Das ist so fucking uninnovativ. Hier auch ein Ausschnitt von einem Video, das ich vor Jahren völlig clean aufgenommen habe. Dies verdeutliche ich noch einmal mit dieser Grafik. Ein Video, das so seltsam ist, dass ich mich heute selbst manchmal frage, wie ich es damals geschafft habe, mir so einen Scheiß ohne den Einfluss von Drogen auszudenken. Deswegen muss mehr investiert werden. What the fuck? Damit alle Mythen beseitigt werden, offenbare ich euch jetzt meinen Cannabiskonsum. Mit ca. 18 habe ich Cannabis zum ersten Mal in Form eines Muffins konsumiert. Und bis zu diesem Jahr 2014 habe ich es auch nur ca. einmal pro Jahr auf die gleiche Weise konsumiert. Dies liegt unter anderem daran, dass ich eine Abneigung gegenüber dem Rauchen verspüre. Dieses Jahr fand ich allerdings heraus, dass es Vaporizer gibt. Und seitdem ich selbst einen habe, konsumiere ich einen kleinen Tick häufiger. Aber dennoch nicht ansatzweise so viel, dass man mich als Kiffer bezeichnen könnte. Ich habe zum Beispiel kein einziges Mal in meinem Leben Cannabis alleine konsumiert. Bis jetzt eigentlich nur, wenn sowieso irgendeine Party angesagt ist. Und meist sogar erst, wenn ich sowieso schon was getrunken habe. Früher habe ich ja nur getrunken auf Partys, aber jetzt tue ich eben auch noch Gras dazu konsumieren, damit es nicht hypokritisch ist, dass ich in jedem Video sage, dass Alkohol tausendmal gefährlicher ist als Gras und trotzdem aber nur diesen konsumiere. Das heißt, ich trinke jetzt so circa 4 Bier weniger als sonst und vape dafür ein bisschen, um meine Gesundheit zu schonen. Ich finde die Mischung aus Alkohol und Gras eigentlich relativ angenehm. Einige sagen, das geht gar nicht. Was sagt ihr dazu? Also ich bin kein Kiffer und konsumiere nur gesellig mit anderen, so maximal alle 1 bis 2 Wochen. Aber zwischenzeitlich auch mal 1 oder 2 Monate gar nicht, wenn partymäßig nicht viel los ist. Außerdem geht es aufgrund dieses Kanals sowieso nicht anders, da ich in Bayern mit so einem Kanal nicht das Risiko eingehen darf, selbst etwas zu Hause zu haben. Ich bin auch jemand, der sehr stark auf Cannabis reagiert und ich garantiere euch, dass ihr es merken würdet, wenn ich tatsächlich high auf Cannabis wäre. Wieso gibst du mir was? Wieso gibst du mir was? Vielleicht war ja der LSD in den Keksen. Boah. Scheiße. Ja, ich bin sehr zufrieden damit, wie oft ich derzeit Cannabis konsumiere. Es ist nicht so selten, dass ich nahezu nie Spaß mit dieser Substanz habe, aber auch nicht so oft, dass ich eine Resistenz dagegen aufgebaut habe und es sich quasi gar nicht mehr lohnt, es zu nehmen. Ich war einmal ein paar Tage in Holland und habe mir dort sehr viele Cannabis-Muffins gekauft und am letzten Tag konnte ich die essen wie normale Muffins und habe einfach gar nichts mehr gespürt. Bei Gras ist außerdem bei mir die einzige Wirkung, die ich anstrebe, dass ich krass lachen muss und mich gut fühle. Und wenn ich zu oft konsumiere, dann stellen sich am schnellsten die Lachflashes ein. Und es gibt ja aber auch noch den ermüdenden Effekt, der mir bei einem täglichen Konsum einfach zu sehr auf den Sack gehen würde, weil ich ein sehr aktiver Mensch bin. Ja, selbst teilweise einen Tag nach dem Konsum fällt mir dieser Effekt sehr negativ auf. Ich komme da irgendwie schlechter in die Gänge. Das ist jetzt selbstverständlich nichts gegen die Leute, die täglich konsumieren, aber ich sage nur, dass es auf keinen Fall etwas für mich ist. Aber jeder ist anders und jeder sollte es so machen, wie er es für richtig hält. Aber lasst euch nicht von der Droge trüben. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der bis vor kurzem jeden Tag konsumiert hat. Und jetzt hat er damit komplett aufgehört und er sagt, er fühlt sich einfach viel fitter. Also probiert es vielleicht einfach mal aus, falls ihr jetzt wer seid, der täglich konsumiert. Mich würde es mal interessieren, ob ich der Einzige bin, der ständig auf Drogen vermutet wird, obwohl er es nicht ist. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie oft es bei euch vorkommt, dass die Leute euch fälschlicherweise vorwerfen, dass ihr auf Drogen seid. Und generell würde mich mal interessieren, ob ihr dieses Video zu meinem persönlichen Cannabiskonsum gut fandet. Wollt ihr mehr solche Sachen sehen? Ein Video über psychedelische Pilze ist hier verlinkt. Falls ihr euch für Drogen interessiert, abonniert diesen Kanal. Ciao!